So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, mal wieder was Kurioses, Altes habe ich hier gefunden. Und da ich ja immer wieder gerne mal alte Sachen anboxe, einige von euch freut das und die anderen kennen das erst gar nicht. Ich habe jetzt so ein bisschen alte Sammelfiguren rausgesucht und ich habe von jedem 3 Tütchen hier liegen. Von jedem. Aber ich werde sie natürlich nicht in diesem Video aufmachen. Ich werde immer wieder jetzt neue Videos produzieren. Neue, alte Spielzeug-Sammelfiguren. Und anfangen werde ich mit Gormitis. Ja, auch hiervon habe ich 3 Tüten mir rausgeholt. Und es sind alles Sammelfiguren. Ihr seht es schon. Ihr könnt mir ja jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Video ich als nächstes produzieren soll. Aber jetzt geht es um Gormiti. Und wie gesagt, es sind alles alte Sammelfiguren. Aber ich habe sie nun mal noch hier in den Kisten. Und einige von euch möchten die Figuren vielleicht noch sehen, freuen sich oder kennen die erst gar nicht, die Gormiti-Sammelfiguren. Weil das letzte Mal habe ich, glaube ich, vor 4 Jahren angeboxt. Also auf meinem Kanal gibt es die schon. Auch mehrere Tüten. Aber das ist schon 3, 4 Jahre bestimmt schon her. Die Gormitis-Sammelfiguren. Aber nichtsdestotrotz möchte ich die 3 jetzt mal die Freiheit übergeben. Und natürlich, hoffentlich, habe ich jetzt auch 3 verschiedene Gormiti-Figuren. Und wer sie natürlich kannte, gesammelt hat, schreibt mir alles darüber in die Kommentare. Wenn nicht für mich, dann für alle anderen Zuschauer. Wie er sie findet oder wie er sie gefunden hat, was ihr davon gehalten habt. Oder vielleicht sind da sogar noch welche, die sie heute noch sammeln. Also jetzt kommt erstmal das Zettelchen raus. Ihr seht schon, es gab es eine Menge Gormiti-Figuren, da gab es Häuser noch zu kaufen. Es waren sehr viele, 35 verschiedene. Sehen urig aus. Und welche ich jetzt hier in mein erstes Tütchen habe, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Richtig witzig. Eine richtig coole blaue Figur, finde ich. Ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wie ihr sie findet. Aber ich finde sie gar nicht mal so schlecht. Und hier ist natürlich immer der Steckplatz. Seht ihr, da sind kleine Stecker drin. Wer weiß noch, wofür das war? Schreibt es mir und alle anderen Zuschauer in die Kommentare. Ich werde es demnächst mal auflösen. Aber wer es natürlich noch weiß, guckt mal genau rein. Seht ihr, warum die Steckplätze so sind. Aber nichtsdestotrotz, das ist die erste. Öffne ich natürlich jetzt die zweite Gormiti-Sammelfigur. Da ist keine Karte drin. Hier ist die Karte mit bei. Stimmt. Die gab es ja früher auch noch in den ersten Tütchen. Fehlt die Sammelkarte. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen blöd. Stimmt, die Sammelkarte fehlte in das erste Tütchen. Aber das ist nun die zweite. Passend zu der Figur. Und es ist... Der sieht ja richtig cool aus. Allein die Farbzusammenstellung. Richtig, richtig cool. Muss ich echt lassen. Und auch wieder diesen Steckplatz. Aber Hammer. Das ist eine Figur, die gefällt mir sogar richtig. Muss ich ja echt mal sagen. Die gefällt mir. Gehört mit zu den... hier unten bei. Aber ihr seht es. Richtig, richtig cool. Da muss ich echt sagen, die gefällt mir sehr gut. Bei ersten Tütchen fehlt die Karte. Ärgert mich. Aber jetzt natürlich
die dritte und letzte Gomiti-Sammelfigur-Tütchen, was ich heute aufmache. Hier ist auch wieder eine Karte drin. Erstmal die Übersichtskarte. Blatt und ein blauer wieder. Aber wie sieht der blau aus? Krebs. Guckt euch das mal an. Der Steckplatz wieder. Aber jetzt muss ich echt zugeben, die Schildkrötenart hier, die gefällt mir besser. Ist einfach so. Aber ja, die Krebsart, die hat natürlich auch was mit ihren scheren Händen. Also wie gesagt, ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet und ob ihr sie vielleicht früher selber gesammelt habt oder noch sammelt. Ich versuche natürlich unter ein Video zu verlinken, wo es die sicher und bequem zu bestellen gibt. Aber wie gesagt, die haben ein paar Jahre auf dem Puckel. Ich weiß im Moment nicht, ob sie teuer sind oder billig. Das müsst ihr selber immer schauen, ob das für euch passt. Aber ich muss echt sagen, warum gibt es die nicht mehr? Warum habe ich die damals nicht alle aufgemacht? Ich muss mal gucken, in welche Kisten ich meine Gomitis-Figuren reingepackt habe. Weil ich habe ja viele Tütchen aufgemacht. Und jetzt so nach ein paar Jahren wieder? Richtig nice. Also, wie gesagt, ihr seid jetzt gefragt, wie findet ihr sie? Was haltet ihr davon? Habt ihr sie selber gesammelt? Und. Und natürlich als Wichtigstes überhaupt, welches Video soll ich oder welche Sammelfiguren soll ich jetzt aufmachen? Ihr habt noch 1, 2, 3, 4 verschiedene Sammelfiguren, Tütchen habe ich noch hier und von jedem 3 Stück, das ist wichtig. So, und jetzt natürlich, wie schnell ihr kommentiert, welches Tütchen ich aufmachen soll oder als nächstes Video produzieren soll. Vielleicht kommt es ja heute noch, aber spätestens morgen. Auch wenn es nicht so viele sind, die darunter kommentiert haben. Aber natürlich hoffentlich alles andere kommentieren. Und wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt, versuche ich unter ein Video zu verlinken. Wer dazu Interesse hat, ich muss aber echt sagen, die gefallen mir. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.